Ich höre, Anke, die Regierung will schon wieder die Einkommensteuer erhöhen. Das ist unglaublich, oder? Ja, wirklich. Ich frage mich also wirklich, was machen die mit dem ganzen Geld? Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Karen Friesecke. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Mutig, Lady Di badet in der Adria. Unglaublich, Jelzins Geheimnis gelüftet. Überraschend, Kinkels Verhandlungserfolg in Brüssel. Unverschämt, Spartakus hat einen Doppelgänger. Und bewegend, die Botschaft des Papstes. Der Papst des Wagens mit dem Kennzeichen KRB 273 möchte bitte zu seinem Wagen. Die Themen der Woche. Schon zur Eröffnung der Olympischen Spiele beklagten es die Vertreter der Weltpresse. US-Präsident Bill Clinton wird immer unzugänglicher. Angeblich spricht Clinton nur noch mit den Stars der Journalistenbranche. Einige Reporter greifen deshalb zu besonderen Tricks, um ein Interview mit Clinton zu bekommen. Viele Prominente, meine Damen und Herren, haben zurzeit Pech in der Liebe. Ein Virus scheint da in der Luft zu liegen. Staatszauberer David Copperfield zum Beispiel leidet sehr unter der Trennung von Claudia Schiffer. Er unternahm einen Selbstmordversuch. Und Dieter Bohlen denkt wehmütig an seine 4 Wochen Ehe zurück. Atlanta ist allgegenwärtig und wir zeigen Ihnen natürlich die Höhepunkte der ersten Woche. 1, 2, 3, 4. Zu einem anderen Thema. Der Bundestag in Bonn macht Sommerpause. Das Parlament ist leer. Höchste Zeit, dort einmal aufzuräumen. Die Kürzungen im Sozialbereich haben in Bonn bis zuletzt für hitzige Debatten gesorgt. Wir wollten nun einmal wissen, wie die Bevölkerung auf die Sparbeschlüsse der Regierung reagiert. Unser Reporter Horst Lemminger ist nun live in der Kölner Innenstadt, um die Stimmung aufzufangen. Horst, bitte. Hallo? Hast du Lust auf Vertretung 6? Dann ruf mich an. 090-202-348-915. Zweimal die Null. Da ist uns offenbar ein technischer Fehler unterlaufen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber jetzt zu Horst Lemminger nach Köln. Und zweimal die 2-312-378. Es ist natürlich nicht Horst Lemminger. Regie, steht die Leitung jetzt bitte dann? Ingolf, die Leitung steht. Na also, unser Reporter Horst Lemminger nun mit Stimmen zur Sparpolitik der Bundesregierung. Horst, bitte. Danke, Ingolf. Ich werde einfach mal jemanden herauspicken. Entschuldigen Sie bitte, was halten Sie von den jüngsten Sparbeschlüssen der Regierung? Keine Zeit. Ich kann Ihnen das sagen. Moment mal, Sie sind doch Roberto Blanco, nicht wahr? Nee, geht nicht. Ich soll die einfachen Leute von der Straße fragen. Aber Sie als Promi, Sie können doch in eine Talkshow gehen.
Ingolf, das ist ein Obststand. Hier arbeitet der kleine, ehrliche Mann. Der muss noch was tun für sein Geld, im Gegensatz zu dir. Das war nur ein kleiner Scherz. Ich frage ihn mal. Hey, Obstmann. Ja, bitte? Ja, Ingolf, ich habe alles unter Kontrolle. Bei mir ist alles Pico Blanco. Jetzt weiß ich's, Ingolf. Ich hab's. Ingolf, ich habe die Idee. Alte Leute, die haben ihr Leben lang geschuftet, geackert, gearbeitet. Aber wofür noch sparen? Tja, ich frag mal das alte Muttchen dort. Entschuldigen Sie bitte. Hallo, Muttchen. Was gibt's, junger Mann? Tja, Ingolf, dumm gelaufen. Aber ich liebe Kinder und Schweine. Ich meine Sparschweine. Kinder sind die Zukunft. Kinder wissen zu sparen. Und hier meine kleine Frage. Hey Jungs, hört mal. Tja, Ingolf, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin langsam. Das war Horst Lindner aus Köln. Ich gebe zurück zur Wochenschau. Der Nachrichtenüberblick. Genf. Am kommenden Montag beginnt die UN-Abrüstungskonferenz. Schon heute trafen sich die Staatsoberhäupter der wichtigsten Mitgliedstaaten zu informellen Gesprächen. Frische Suppe, frische Erbsensuppe, ihr Herrschaft. Kommt ran, hier, wir haben noch nichts. Suppe? Ja. Hey, was ist denn da hinten? Hä? Ruhe da hinten, nicht drängeln! Sie sind doch für alle da! Moskau. Boris Jelzin bleibt in Russland trotz seiner Wiederwahl umstritten. Enge Mitarbeiter zweifeln inzwischen am Geisteszustand des Präsidenten. Rom. Der Vatikan beklagt eine zunehmende Verweltlichung der Mönchsorden. Besonders die Dominikaner seien davon betroffen. Bruder Roberto, der Abt möchte dich unter vier Augen sprechen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bonn. Bundesumweltminister Klaus Töpfer hat eine hochdotierte Nebenbeschäftigung für die Sommerpause gefunden. Also Theo, heute habe ich ein super Angebot für dich. Die Behälter fürs Gefrier, zwei Schüsseln für Obst und Salat, die Aufschnittdosen natürlich auch. Und das alles für nur 69 Mark. Ja, ausgezeichnete Töpferware. Keine Ursache. Für dich immer. Kathmandu. Kathmandu. Im Himalaya sollen neuesten Berichten zufolge wieder einmal Schneemenschen gesichtet worden sein. Zweimal die Eins. 7,6, 2 mal die 0 und 2 mal die 2. Könnten wir jetzt bitte die Mats aus Kathmandu haben? Berlin. Ein Privatvideo von Harald Junke bringt es an den Tag. Der launische Entertainer findet offenbar kaum noch lukrative Engagements. London. Die Rolling Stones haben ihren Schlagzeuger Charlie Watts in den Ruhestand geschickt. Heute präsentierte die Band den neuen Trommler. Los Angeles. Hollywood-Star Liz Taylor kündigte auf einer Pressekonferenz ihren Rückzug ins Privatleben an. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Ingolf Lück. Danke, Anke. Meine Damen und Herren, Sie haben es sicher schon mitbekommen beim Zeitungslesen zu Hause oder auch in den Nachrichtensendungen im Fernsehen und im Hörfunk. Seit gestern streikt die DPA, die Deutsche Presseagentur. Alle Journalistenkollegen dort haben die Arbeit niedergelegt. Unsere Redakteurin im Studio, Anke Engelke, hat bei der DPA nachgefragt und informiert uns jetzt über die Einzelheiten und Hintergründe des Streiks. Anke. Die Einzelheiten und Hintergründe des Streiks bei der DPA, recherchiert von Anke Engelke. Ich kenne keine Hintergründe, mir liegt nichts vor. Wie bitte?
Hör mal, Ingolf, die streiken. Die Presseagentur streikt. Wie soll ich denn da in Hintergründe kommen? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ingolf, kapierst du nicht? Die streiken. Ja, und? Ja, und? Ich erfinde doch jetzt keine Meldung hier. Ich bin doch keine Schriftstellerin. Ja, ja. Ich bin Journalistin. Oh, ich weiß. Ja, natürlich. Aber ich meine, du kannst doch wenigstens mal... Ach. Und eine sehr gute Journalistin. Das war Anke Engelke mit den Einzelheiten und Hintergründen zum dpa-Streik. Hier geht es jetzt weiter, meine Damen und Herren, mit der neuesten Aktion der Grünen Freunde. Sie erinnern sich sicher an die jungen, mutigen Umweltschützer aus dem Badischen. Heute setzen sie sich hier ganz in der Nähe für eine bessere Welt ein. Liebe Grüne, geht doch nicht immer über die Straße. Wir nehmen doch solche Anekdoten fahren von den Autos da. Genau, liebe Kreuz. Wir können doch auch nichts dafür, dass ausgerechnet hier eine Straße gebaut worden ist. Wo ihr doch immer zum Gebären auf die andere Seite wollt, gell? Tut das doch nicht. Das ist doch einfach zu gefährlich. Liebe Kreuz, bitte. Nur lasst doch mit euch reden. Wir können euch auch auf die andere Straße sein tragen, wenn ihr wollt. Oh, du Lesbien, das ist eine gute Idee. Wir tragen die Fröschler einfach rüber. Moment, ich sag's dir gleich. Ja. Liebe Gretli, wir packen euch jetzt da in die Judensäckle rein und tragen euch über die Straße. Euch passiert auch gar nichts. Das verspreche ich. Komm, packen wir's an. Ja. Ganz vorsichtig, gell? Lisbeth, ich häng zwei Fröschli. Siehst du, Fröschli, ich häng auch zwei Frösche gefangen, schau. Ich häng eine Frösche hin. Ah. Du, Hans-Jörg, ist alles voll hier. Super. Oh. Haltet durch, gleich sind wir da, ja. Komm mal hin, der Teufel, Judensäckle. Hans-Jörg, hol die Damen aus, das muss besungen werden. Ja, das besinget mir. One, two, three. Kleiner Frosch, spring hinaus in die Welt. Spring mal durch die Welt. Das Leben ist schön. Wir wollen Sie mit einer kleinen Serie darauf einstimmen. Was macht Chef Weißer? Das war ein Knall. Eigentlich wollten wir noch das Wetter. Wie immer. Ralf, diese sogenannte Blackbox, der Flugschreiber. Ja, so geht's zu beim Fernsehen, meine Damen und Herren. Tja, liebe Kollegen. Wir sind gleich wieder für Sie da. Dann sehen Sie... Und dreimal die Null. Ruf sofort an. Ein kleines Missverständnis. Nach der Werbung, meine Damen und Herren, sehen Sie Neues von Lothar Matthäus und Spartacus, den größten Stuntman der Welt. Bleiben Sie dran. Hey, heute bist du dran mit Waschen. Nö, ich will nicht. Der Typ ist total anstrengend. Ja, komm, hab ihn doch nicht so. Mann, der ist so zickig. Der quasselt nur Blödsinn. Na gut, dann lass es uns zusammen machen, ne? Okay, Mann, du nervst. Echt? Das ist ja nicht auszuhalten, wenn der mal losbrabbelt, du ehrlich, ne? Meine Güte. Kriegst einen Koller, echt? Ah. Ah. Okay, Angelika, kannst du reinbringen? Willkommen zurück zur Wochenshow. Weiter geht's mit Nachrichten vom Sport. In aller Kürze unser Sporttelegramm. Fußball, Daums Männer nach hartem Training in Topform. Sensationell, Chinese revolutioniert das Bodenturnen. Und goldig, deutsche Schützen treffen wieder.
Hallo, ich bin Ingo Poblotzki. Als Zahnarztfreund hat man ja so seine Probleme mit dem richtigen Weiß. Da wäscht man und wäscht und wäscht und der Kerl kommt trotzdem immer noch mit dem blutigen Kittel nach Hause. Aber Gott sei Dank gibt's jetzt ja Kerlweiß. Kerlweiß von Zahnarztfreunden empfohlen. Bundeskanzler, Herr Dr. Kohl, es heißt, Sie seien zu Hause ein richtiger Macho. Angeblich betrachten Sie Ihre Frau als reine Putz- und Kochhilfe. Das ist eigentlich ganz selbstverständlich, sonst kann das Ganze ja nicht funktionieren. Genau. Auch sonst gehen Sie, Herr Bundeskanzler, mit Ihrer Frau nicht gerade zimperlich um. Und bei Ihren Herrenabenden kommt es auch schon mal vor, dass Ihre Zechkumpanen Hannelore in den Schwimmingpool werfen. Aber Sie machen das ja vor allem deswegen, weil Sie wissen, dass sie nicht untergeht. Tatsächlich. Und Sie gucken da einfach nur zu? Haben Sie denn überhaupt kein Mitleid? Mich freut es ganz besonders. Sie wissen, ich gehöre zu denen, die viel Prügel bezogen haben. Ach ja, ich auch. Herr Dr. Kohl, es gibt Ehemänner, die auch mit anderen Frauen Liebesbeziehungen haben und es gibt treue Ehemänner. Die gelten ja gemeinhin als Schlappschwänze. Was für ein Typ sind Sie? Also, ich bin dann dafür, lieber kein Versager zu sein, sondern gute Beziehungen zu haben. Aha, Sie treffen sich also mit anderen Frauen. Wo wohnen denn Ihre Beziehungen? Paris, Metz, Mannheim, Frankfurt, Berlin, Warschau, Kiew, Moskau. Moskau, Moskau. Das setzt doch sicherlich einiges an Kraft und Ausdauer voraus. Im Moment, muss ich leider sagen, haben sich die Voraussetzungen nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Tja, Herr Kohl, Herr Bundeskanzler, das tut mir natürlich leid, aber würden Sie mir vielleicht eine Ihrer Beziehungen überlassen? Das ist doch ganz klar. Oh Gott. Gedankt sei Ihnen, Herr Dr. Kohl, und ich melde mich dann nochmal. Frank Elstners Jeopardy, Fritz Egners XXO, jetzt im ZDF IQ, Quizshows für Schlaue haben Konjunktur. Denksport im Fernsehen ist angesagt. Deshalb haben wir heute die klügste Frau der Welt eingeladen. Die Frau, die auf alle Fragen eine Antwort weiß. Das Superhirn, Gudrun Heine. Guten Abend, Frau... Stopp. Ich weiß, was Sie sagen wollten. Sie wollten sagen, guten Abend, Frau Heine. Ja, tatsächlich. Woher wussten Sie das? Logik. Gut, Frau Heine. Dann wollen wir doch einmal Ihr Superhirn einem... Einen kleinen Test unterziehen? Ja, exakt. Es ist ja wirklich ganz toll, wie Sie das voraussagen können. Also bitte ergänzen Sie einfach jetzt sinngemäß. Wenn... Das Wörtlein, wenn ich wäre, wäre mein Vater Millionär. Ja, nein, nicht zu schnell bitte. Ja, ein bisschen mehr Zeit. Noch einmal. Wenn... Zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Bitte, Frau Heine, stopp. Ja, stopp, stopp. Lassen Sie mich doch die Frage erstmal ausformulieren. Ja? Wenn Peter... 4 Jahre älter ist als Heinz und Heinz halb so alt ist wie Peter, wie alt ist dann Gisela? Nein, Gabi. Gabi ist 13. 13 ist richtig. Das stimmt, tatsächlich. Wie sind Sie darauf gekommen? Gabi ist meine Nichte. Ach so, naja, ja gut. Also ich meine, dann war das ja nicht so schwer. Ne? Also dann können wir ja auch mal eine schwerere Frage stellen, Frau Heine, oder? Gerne, Herr Lück. Ja, also, nächste Aufgabe. Ergänzen Sie bitte die folgende Reihe. 1, 2, 3, 5, 7, 11. 14. Nein, 13. Das waren nämlich alles Primzahlen. Nein, 14. Zusatzzahl 14. Das waren nämlich die Lottozahlen vom 24.10.1972. 24.10.1972? Moment, das war doch... Ihr 15. Geburtstag. Sie haben im Partykeller gefeiert, 7 Flaschen Bier, 12 Apfelkorn getrunken, danach im Waschkeller gekotzt und hinterher mit der Frau Ihres Nachbarn im Opel-Rekord, Baujahr 65. Das ist unglaublich. Liebe Zuschauer, das war... Ihr erstes Mal, Herr Lück. Das war Frau... Jaschke, damals 42 Jahre alt und es war ein Riesenskandal. Frau Heine, es reicht jetzt. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt... Durch bis morgen früh und singen... Wir machen... Bumsfallera, Bumsfallera.
weiter mit Spartakus. Spartakus. Der größte Stuntman der Welt. Ja, Frau Heine, ja. Spartakus, der größte Stuntman der Welt, ist, wie Sie wissen, ein gefragter Mann und hat daher auch repräsentative Pflichten. Anke Engelke berichtet. Ja, hallo Ingolf, ich melde mich hier aus dem Spartakus Kinderpark in Rottweiler, der heute feierlich von Spartakus und dem Rottweiler Oberbürgermeister Alfred Rottweiler eröffnet werden sollte. Seid doch mal still, Jungs! Ja, Ingolf, ich habe sollte gesagt, denn es ist zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen mit unserem geliebten Spartakus, dem derzeit wohl größten Stuntman der Welt, und Gott sei Dank liefen unsere Kameras schon. Regie, film bitte ab. Ja, das sieht prima aus mit dem Betonmischer. Der muss aber nachher aus dem Bild. Der stört hier, ja? Jetzt hört mal alle her, Kinder. Diese Kamera bleibt bei mir. Wir gehen dann zusammen rüber und auf dem zweiten Stuhl sitzt der Bürgermeister, kapiert? Bürgermeister, kapiert? Und dann übernimmt die andere Kamera da oben und zeigt, wie der Bürgermeister ans Pult geht und mich bittet, den Spartakus Kinderpark offiziell zu eröffnen. Ich gehe dann hierher. Und auf dieser Betonplatte mache ich Abdrücke von Füßen und von den Händen. Das Kind muss hier raus. Wir brauchen ja keine Kinder. Okay? So, und dann, was soll denn das? Das ist ja hier alles furztrocken. Hier kann man keine Abdrücke machen. Da muss mehr frischer Zement hinüber. Ja? Wir brauchen hier mehr frischen Zement. Kapiert? Und dieses Drama hat sich hier vor wenigen Minuten ereignet und zurzeit wird versucht, Spartakus aus dem Betonklotz zu bergen. Ja. Spartakus, alles in Ordnung? Huhu, ich bin da drüben. Spartakus? Hier unten. Spartakus? Ich sehe nur den Kopf, wo ist denn der Rest? Das frage ich mich von deinem Hirn auch, du... Wieder ein Grund mehr, warum so viele Millionen Zuschauer Spartakus lieben, diesen unwiderstehlichen Teufelskerl. Hm? Und damit verabschiede ich mich für heute vom Spartakus Kinderpark. Tschüss. Kinderpark. Ja. Das war die Wochenschau mit den witzigsten Nachrichten der Welt. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Auf Wiedersehen. Du, sag mal, Ingolf. Ja, Anke? Du wirktest heute irgendwie so unkonzentriert. War irgendwas letzte Nacht, hm? Nee, wieso? Nein, ist sowas wunderbar. Ich will diese Nacht so schnell nicht vergessen.